Hallo zusammen. In der Einleitung zu diesem Video muss man unbedingt sagen, dass die Natur erstaunlich, vielfältig und wunderschön ist. Aber das wisst ihr auch selbst, nicht wahr? Man ist sie sehr sonderbar, mal verrückt und mal einfach umwerfend. Und das bezieht sich sogar auf scheinbar einfache Dinge wie das Ablegen von Eiern. Ihr werdet darüber staunen, wie viele Lebewesen auf unserem Planeten sich auf diese Weise fortpflanzen und vor allem, wie genau sie es anstellen. Aber alles der Reihe nach, ihr seht es gleich selbst. Lasst uns loslegen. Distelfalter. Wir beginnen vielleicht mit Schmetterlingen. Für die meisten Menschen ist es kein Geheimnis, wie der Lebenszyklus dieser faszinierenden Geschöpfe verläuft. Ein Schmetterling ist erst eine Raupe, dann Puppe und erst dann Schmetterling. Moment mal, aber woher kommt die Raupe? Sie kann doch unmöglich aus dem Nichts entstehen. Das stimmt. Nehmen wir als Beispiel den Distelfalter. Es ist ein tagaktiver Schmetterling, der sich hauptsächlich von Distelblüten ernährt. Diese Schmetterlinge kommen fast überall vor. Im Frühling brechen sie vom Süden in den Norden auf und überfluten manchmal dabei ganze Städte. Wenn es an der Zeit ist, sich zu vermehren, legen die Weibchen ihre winzigen Eier einzeln an Futterpflanzen ab. Sie sind blau und mitunter so klein, dass sie auf eine Nadelspitze passen können. Die Eier werden mit Hilfe eines natürlichen Klebstoffes an der Oberseite eines Blattes befestigt, so dass sie auf keinen Fall herunterfallen könnten, auch wenn diese sich umdrehen würde. Sie sind klitzeklein und sehen wie Edelsteine oder Perlen aus, mit denen ausgewachsene Schmetterlinge Blätter und Blüten geschmückt zu haben scheinen. Die Weibchen wählen nur die Pflanzen aus, die ihre Nachkommen mit Nektar versorgen könnten, denn die Winzlinge müssen doch nach dem Schlüpfen etwas fressen. An dieser Stelle betrachten die Distelfalter Weibchen ihre mütterlichen Pflichten als getan. Die kleinen Raupen, die 5 Tage später zur Welt kommen, sind von da an auf sich allein gestellt. Grunion. Die Fische leben, ernähren und vermehren sich im Wasser. So ist es nun mal. Doch diese Regel gilt nicht für alle. Dürfen wir bekannt machen? Das ist der Grunion, bei dem es sich um einen Fisch handelt, der sein Laichgeschäft an Land erledigt. Alles fängt mit einer echten Strandparty an, die die weiblichen und männlichen Grunions gemeinsam schmeißen. Bei starker Flut lassen sich die Weibchen mit den Wellen in die Strandzone spülen und bohren sich bis zu den Brustflossen in den nassen Sand, in dem sie die Eier ablegen. Anschließend kommen die Männchen, um die Eier zu befruchten. Daraufhin lassen sich alle Adulte von den Wellen wieder zurück ins Meer bringen. Die Eier bleiben im Sand vergraben. Zum Glück ist ihre Haut robust genug, weshalb die Sandkörnchen ihnen nichts anhaben können. Sie schützt sie auch vor dem Austrocknen und die Entfernung zum Meer hindert ihre Fressfeinde daran, sie zu verspeisen. Diese Strategie hat also lauter Vorteile. Nun gilt es zu schlüpfen und das Meer zu erreichen. Dazu müssen die Jungfische die Flut abwarten, die nur 2-mal im Monat erfolgt. Im Anschluss entledigen sie sich der harten Eihaut und dann geht's ab ins Meer. Spinnen. Okay, wir geben zu, dass Schmetterlinge und Fische ein angenehmeres Gesprächsthema sind, zumal viele Leute Spinnen abstoßend und sogar entsetzlich finden. Aber es ist nicht zu bestreiten, dass sie einiges drauf haben und ziemlich außergewöhnliche, wenn auch verdammt furchterregende Lebewesen sind. Die Eier aller Spinnenarten sind relativ groß, reich an Eigelb und mit einer Zottenhaut überzogen. Die Eiablage erfolgt wenige Wochen nach der Paarung. Die Anzahl der abgelegten Eier kann abhängig von der Art sehr variabel sein. Die Weibchen mancher Spinnenarten legen auf einmal bis zu 100 Stück ab. Das ist der echte Albtraum aller Arachnophoben. Und übrigens, die Spinnenkokons, die natürlich aus Spinnengewebe bestehen, können auch unterschiedlich sein. Wenn eine Spinnenart Erdhüllen bewohnt, erfolgt die Eiablage auch dort. Andere Arten befestigen ihre Kokons an Pflanzenstängeln, Baumästen oder Blättern, beziehungsweise stecken die in die Spalten zwischen den Steinen. Die weiblichen Wolfsspinnen hingegen tragen ihre Eier und später auch die geschlüpften Jungtiere mit sich herum. Sie sind eben sehr fürsorglich. Unabhängig von der Art sind die Kokons normalerweise weiß, was auch die Spinnennetze betrifft. Allerdings können die letzteren unterschiedliche Farbtöne aufweisen. Um ihre Kokons besser verstecken zu können, tarnen einige Spinnenarten sie mit Erde oder Pflanzen, sodass sie für ihre Fressfeinde nachher praktisch unsichtbar sind. Gallwespen. Viele Tiere und Insekten bauen ihre Behausung in Bäumen. Mehr noch, viele Menschen haben als Kinder von einem Baumhaus geträumt. Und wie wäre es mit einem Haus, das man von einem Baum könnte bauen lassen? Während die Menschen sich erst in einer Phase befinden, in der sie die Vorteile intelligenter Häuser für sich entdecken, haben Wespen eine ähnliche Technologie längst entwickelt. Sie legen ihre Eier nämlich ins Gewebe von Bäumen ab, wodurch an ihnen sogenannte Gallen entstehen, bei denen es sich um Wucherungen handelt. An einem Baum können sich gleichzeitig mehrere Arten von Gallen bilden, die jeweils für eine konkrete Wespenart bestimmt sind. Wespen tragen den Namen Gallwespen. Weltweit sind über 1300 Arten von ihnen bekannt. Damit sich keiner an ihren Larven, die sich in den Wucherungen verbergen, vergreift, bringen Gallwespen den Baum dazu, diese Gebilde unerträglich bitter schmecken zu lassen. Und diese Vergrämungsmaßnahme funktioniert tatsächlich. Einige Arten der Gallwespen bevorzugen mobile Behausungen. Ihre Larven wachsen in Gallen auf, die sich von ihren Bäumen hüpfend ziemlich weit entfernen können, nachdem sie heruntergefallen sind. Goldaugen.
Die Goldaugen stellen eine Familie innerhalb der Netzflügler dar. Es sind räuberische Lebewesen. Sie erbeuten kleine Insekten und Zecken mit weicher Außenhülle, denn sie sind nicht in der Lage, es mit gepanzerten Zecken aufzunehmen. Sollten sie es trotzdem wagen, wäre es ungefähr dasselbe, wie wenn man es versuchen würde, eine geschlossene Pistazie ohne Zähne zu zerbeißen. Ihre Larven, die ungeheuer gefräßig sind, leben räuberisch. Sie sind ziemlich flott unterwegs und geschickte Jäger, die ihre Opfer schnell aufspüren. Doch bevor sich eine Larve auf die Jagd begeben kann, muss sie schlüpfen. Die Weibchen legen auf einmal 100 bis 900 Eier mit langen, dünnen Eisstielen ab, und zwar meistens in der Nähe von Blattlauskolonien. Es sei angemerkt, dass das Ganze ziemlich ungewöhnlich aussieht, nämlich wie ein Strauß winziger weißer Blumen. Direkt nach dem Schlüpfen häuten sich die Larven und machen sich auf die Suche nach Essbarem, während sie ihren Kopf hin und her schwenken, bis die Kiefer ein Beutetier berühren. Es heißt, sie können sogar einen Menschen beißen, wenn sie Angst oder Hunger haben. Oder liegt es vielleicht daran, dass sie Menschen mit Blattläusen verwechseln könnten? Wie ihr euch denken könnt, sind ihre Wahrnehmungssinne, einschließlich des Sinnes für Logik, noch alles andere als zureichend ausgebildet. Osmia caerulescens. In Nordamerika leben etwa 4000 Bienenarten und die meisten davon sind Einzelgänger. Anders als sonst üblich bilden sie keine Kolonien und lieben Unabhängigkeit. Osmia caerulescens, auch bekannt als Mauerbiene, gehört dazu. Diese Biene kann man tatsächlich als Maurer bezeichnen, denn Erde bzw. Lehm dient ihr als Hauptbaumaterial. Die Mauerbiene schaufelt feuchte Erde mit ihren Mandibeln, bei denen es sich um spezielle Mundwerkzeuge handelt, um, richtig, daraus ein Nest zu bauen. Normalerweise benutzt sie dazu längliche, enge Hohlräume, etwa das Innere eines hohlen Baumstamms, die sie sorgfältig mit Lehm verschließt. Als nächstes sammelt die Biene Pollen und Nektar, die sie in ihr Nest bringt und woraus sie eine Art Zuckerkugel formt. Darin legt sie ein einziges Ei ab und dann geht das Ganze von vorne los, und zwar mehrmals. Es sei erwähnt, dass diese Biene ein ausgezeichnetes Augenmaß hat. Nach dem Schlüpfen erfreut sich die Larve an der violetten Köstlichkeit, die von ihrer Mutter zubereitet wurde, und wickelt sich danach in einen Kokon ein. Eine Weile später kommt sie schon als ausgewachsene Biene heraus, die bereit ist, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Rhynchophorus palmarum. Könnte eine Palme angsteinflößend sein? Klingt absurd, oder? Denn es ist doch bloß ein Baum. Vor so etwas kann man keine Angst haben, selbst wenn Stephen King sich dessen annehmen würde, der nebenbei gesagt schon mal von todbringenden Mais geschrieben hat. Aber ihr habt einfach keine Ahnung, was sich im Palmeninneren manchmal so verbirgt. Dürfen wir vorstellen, das ist Rhynchophorus palmarum, ein Rüsselkäfer, der Löcher ins Holz frisst. Warum? Um seine Eier darin abzulegen, versteht sich. Nach dem Schlüpfen graben die Larven Gänge ins Gewebe, und zwar so lange, bis sie reif genug sind. Nach dem Erreichen einer bestimmten Körpermasse wickeln sich die künftigen Rüsselkäfer in Holzfasern ein, die sie vorher als ungenießbar zurückgelassen haben. Es wird ein Kokon gebildet, der so lange benutzt wird, bis daraus ein, das ist doch ein Alien, Quatsch. Natürlich ist es ein neugeborener Palmenrüsselkäfer, der einfach ziemlich unfotogen ist. Andererseits, könnte sich schon direkt nach dem Erwachen als hübsch bezeichnen. La Palma Glasfrosch. Die meisten Frösche lassen ihren Laich zurück, gleich nachdem sie ihn abgelegt haben. So etwas wie einen Elterninstinkt haben sie gar nicht. Aber es gibt eine Spezies, die sich um ihre Nachkommen kümmert, und das ist der La Palma Glasfrosch. Es ist nicht schwer zu erraten, dass er diesen Namen wegen seiner durchsichtigen bzw. beinahe durchsichtigen Haut erhalten hat, durch die man seine inneren Organe sehen kann. Aber jetzt geht es um etwas anderes. Die männlichen La Palma Glasfrösche passen auf ihren künftigen Nachkommen, die noch wie Gelee aussehen, rund um die Uhr auf, bis sie zu Kaulquappen werden. Dabei sitzen die Vatertiere nicht einfach nur herum, sondern bleiben die ganze Zeit auf der Hut, weil sie um seine Nachkommenschaft zuweilen kämpfen müssen. Wespen, die tropisch die Regenwälder bewohnen, stellen für die Frösche eine tödliche Gefahr dar. Sie sind aggressiv, giftig und einfach riesig. Außerdem haben sie immer Appetit auf Froschleich. Aber die La Palma Glasfrösche geben nie auf, weil sie eben echte Kämpfer sind. Dinosaurier. Für den Schluss haben wir etwas ganz Besonderes aufgehoben. Ja, alle Spezies, um die es heute ging, kann man mit eigenen Augen sehen. Man muss sich nur zur richtigen Zeit an den richtigen Ort begeben. Aber das gilt nicht für Dinosaurier. Diese Rieseneidechsen sind am Ende der Kreidezeit, also vor etwa 65 Millionen Jahren, ausgestorben. Heute stehen den Wissenschaftlern nur ihre fossilen Überreste zur Verfügung, anhand derer sie diese prähistorischen Lebewesen zu erforschen versuchen. Und wisst ihr was? Es existieren auch fossile Dino-Eier. Allerdings nicht viele und die meisten davon sind kaputt. Aber man kann immerhin einen Blick unter die prähistorische Eischale werfen und sich vorstellen, wie sich ein Dinosaurier entwickelt haben könnte, bevor er das Licht der Welt erblickt hat. Man kann seine Knochen untersuchen und ungefähr sagen, an welcher Stelle die Schnabel eines Dinosauriers, mit dem es die robuste Schale durchbohrt hat, und seine Augen gewesen sein könnten. Auf diese Weise erforscht man auch Titanosaurier. Es waren grasfressende Echsen mit Langhälsen und Schwänzen.
Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!